Ja, also ich setze mich für eine gerechtere Klimapolitik ein und für einen früheren Kohleausstieg. Ja, ich bin heute hier, weil ich denke, dass Klimaschutz ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, das in unserer Gesellschaft einfach total unterrepräsentiert ist. Weil mir mein Leben später viel wichtiger ist als die Schule. Und ich auch mir wünsche, dass meine Kinder und deren Kinder und auch vielleicht jetzt junge, kleine Kinder, dass die einfach eine bessere Zukunft haben. Wir sollen ja in der Schule eigentlich für unsere Zukunft lernen, aber wenn unsere Zukunft bedroht ist, dann müssen wir das halt eben, also das dann erstmal, steht an erster Stelle, das halt erstmal zu regeln. Ja, Samstag wäre einfach vom Prinzip her schlauer, denn es macht einen angreifbar in einer Argumentation. Wenn wir es nach der Schulzeit machen, würde es keine Aufmerksamkeit erregen. Und wir wollen ja eben ernst genommen werden und wir wollen Aufmerksamkeit bekommen, damit halt endlich klar wird, dass es wichtig ist. Also was ich mache, ich versuche tierische Lebensmittel zu vermeiden. Ich persönlich gehe oft auf Demos und ich lebe vegan und versuche halt Plastik zu vermeiden und sowas. Ich fahre mit dem Bus oder manchmal sogar mit dem Fahrrad. Ich versuche meine Dinge alle secondhand, also meine Kleidung secondhand zu kaufen. Ich denke, wir alle können unseren großen Beitrag dazu leisten, indem wir uns eben auf das Auto verzichten, nicht irgendwo teuer in den Urlaub fliegen, sondern mit dem Auto in den Urlaub fahren oder öffentlichen Nahverkehr generell nutzen, um so ja unseren Beitrag fürs Klima zu leisten.